Ich begrüße euch zu dem Abendpanel Kampf um die Stadt und die Reorganisation der Linken. Mein Name ist Flo Becker, ich promoviere hier am Institut für Gesellschaftsanalyse und bin jetzt relativ spontan eingesprungen als Moderation. Insofern freut euch auf einen etwas improvisierten Stil. Genau. Ich freue mich aber vor allen Dingen auf die Diskussion mit den Mitdiskutantinnen heute. Und zwar ganz links, muss ich mal gerade gucken, kenne ich natürlich, Tashi Endres hier aus Berlin. Tashi und ich haben auch schon mal zusammen Politik gemacht, aber das spielt jetzt nur bedingt eine Rolle. Tashi war 2011 und 2012 als Organizerin und als Konflikttrainerin bei Occupy Wall Street aktiv. Und sie hat eine Ausbildung gemacht in Transformative Community Organizing und derzeit ist sie vor allen Dingen bei der Initiative Cotti & Co. in Berlin engagiert und ja, darüber wird sie uns auch heute mehr erzählen, über die Stadtkämpfe in Berlin und die Organisierungsperspektive, den Organisierungsansatz von Cotti & Co. Ja, links neben Tashi, to my left, möchte ich herzlich willkommen heißen Jasmine Perez. Jasmine ist Development Director der Right to the City Alliance, eine Allianz von über 50 Grassroot-Organisationen, die zusammen gegen Vertreibung von einkommensschwachen Communities und Communities of Color aus den Vierteln in verschiedenen Städten der USA kämpfen. Jasmine ist schon sehr früh politisch aktiv gewesen als Organizer und politische Bildnerin für eine gerechte Stadt im Bereich Antirassismus und in linken Queer-Zusammenhängen. Sie war Co-Direktorin des Seattle Young People's Project, einer Community-Organisation, geführt von People of Color und arbeitete ganz lange als Direktor bei Fierce, einer Gruppe zur Selbstermächtigung von Queers of Color in New York. Jasmine ist Mitbegründerin des Queer People of Color Liberation Project und in einem Multimedia Performance Collective, also sehr vielfältig organisiert und wir freuen uns auf die Perspektiven heute zu Right to the City und eben auch zur Verbindung von unterschiedlichen sozialen Kämpfen. Zu meiner Rechten sitzt jetzt nicht Gemma Ruiz aus Spanien, sondern Mario Candeias, Direktor des Institutes für Gesellschaftsanalyse hier bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Gemma Ruiz musste leider kurzfristig absagen, deswegen wird Mario heute einspringen und kann uns auch ganz viel über die Prozesse in Spanien berichten, auch im Bereich der Stadtkämpfe, weil er neben vielen anderen Aktivitäten jetzt kürzlich erst zusammen mit Eva Völpel ein Buch herausgegeben hat, Plätze sichern über die Reorganisation der Linken, über die Reorganisation des Mosaiks in der Krise und sich da eben auch ganz viel mit den Prozessen in Spanien beschäftigt hat, aber auch mit den Fragen von Alltagsorganisierung und Fragen weitergehender politischer Strategien und wird uns sozusagen heute aus dieser Perspektive was über Spanien berichten. So, jetzt bräuchte ich noch eine Uhr. Dankeschön. Also es soll ja um die Kämpfe um die Stadt gehen, um Wohnen, um Lebensbedingungen in prekären Kontexten und das nicht zuletzt seit dem Ausbruch der Krise 2007, 2008. Es sind also in den neuen Bewegungen in unterschiedlichen Ländern interessante Organisierungsansätze entstanden. Und wir wollen heute also danach fragen, inwiefern diese neuen Formen der Organisierung im Alltag, besonders im Bereich Kämpfe um Stadt und Wohnen, eben auch weitergehende gesellschaftliche Transformationen, also eine Veränderung der Linken, der verschiedenen Akteure der gesellschaftlichen Linken zueinander, was also Mario unter anderem mit dem Begriff der Reorganisation der Linken bezeichnet. Diese Fragen beschäftigen uns quasi heute in der Diskussion. Und wir wollen aber erstmal damit einsteigen, so ein bisschen die verschiedenen Organisierungsrealitäten in den verschiedenen Städten und Ländern quasi kennenzulernen. Also was tun diese Organisationen eigentlich und unter welchen Bedingungen? Und da würde ich gerne Jasmine als Erste bitten, ob du uns etwas erzählen kannst über die Organisierung der Right to the City Alliance. Ich muss mir jetzt mal gerade blöderweise hier blättern.
ganz hinten? Achso, genau. Die Right to the City Alliance ist ja eine in New York basierte, also angesiedelte Koalition von unterschiedlichen Gruppen, die sich eben mit ganz breiten Fokus den Kämpfen um die Stadt widmet. Ihr habt vor allen Dingen eine Praxis im Bereich der Anti-Eviction, also der Anti-Räumungskämpfe, aber auch noch viele Fragen, die auch auf eurer Agenda sind, also eine wesentlich breitere Agenda. Vielleicht kannst du etwas erzählen über die Entstehung der Koalition, über die Zusammensetzung von unterschiedlichen Akteuren, aber auch, wie eure Strategien im Bereich der Anti-Eviction-Kämpfe sind und was noch an anderen Themen auf eurer Agenda ist. Well, first off, thank you so much to the Rosa Luxemburg Stiftung for inviting us to be here and participate in this conference. So Right to the City Alliance we are a national alliance of over 50 grassroots community-based organizations from around the country. I think we now have representation in over 21 states in the United States. And our groups do work on a broad range of issues, from housing to criminalization and incarceration, immigration, environmental racism, transportation, justice, low-wage worker rights, participatory democracy, and public space. We were really born out of a desire to have a stronger movement for urban justice in the United States. And it was born out of an idea of a new kind of urban politic that asserts that as inhabitants of the city, we have the right to shape it and to design it, to contribute and benefit from it economically, and to operationalize a human rights agenda in the city. We were influenced by André Lefebvre's work in 1968, The Right to the City, and we really emerged in 2007 as a call from community groups. So we weren't created and then inspired to sort of recruit groups to join the alliance. The alliance actually met as a convergence of different organizations that came together and then birthed the idea of a national entity, a vehicle for them to coordinate their work together, to share ideas, to influence each other, to articulate the shared politic that they had, and to really create an identity for their sector of organizations, which were working on a broad range of issues, but dealing with very similar conditions in their cities, dealing with rapid gentrification, dealing with historic communities being displaced from their neighborhoods, increasing rents and sort of demolition of public housing, all types of conditions in the city that they felt like needed to be more articulated together, and then also given more visibility to the importance of the struggle for the city and that as a potentially revolutionary moment and condition. So we primarily unified around the response to gentrification and a call to halt the displacement of low-income people and people of color and marginalized lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer communities and youth of color from their historic urban neighborhoods. In many ways, even though we developed in 2007 and we were sort of right on the brink of the economic crisis, in many ways our groups were responding to the rapid gentrification and the inflating costs of housing that were happening in our cities, but also in response to really decades of government disinvestment and growing inequality that existed long before the housing bubble grew and crashed. So our groups were really representing the very, very marginalized communities in our cities. We were representing tenants who were being unfairly evicted and public housing residents who were losing their homes. And most of our groups actually were not organized at that time around banks or the financial institutions and did not actually anticipate the financial crisis or the housing bubble crash. And we're somewhat unprepared, and it was only after the crisis hit did we really begin to be organized around the foreclosure crisis and around the predatory finance system. Since then, the alliance really grew in that many groups that were working on tenant organizing and public housing organizing began becoming a place where foreclosed homeowners, low-income and moderate-income homeowners, were beginning to knock on the door and ask for help around dealing with their foreclosures
And so we began sort of a period of our life as an alliance where we were really doing work very directly around the foreclosure crisis and work around bank and Wall Street accountability for the economic crisis. Ja, thank you. Jetzt würden wir nach Spanien springen, also virtuell zumindest. Gemma Ruiz und jetzt dann Mario waren im Prinzip gedacht, um was zu erzählen über die PAH, also die Plataforma Desafetados por la Hipoteca, also die Plattform der, Dankeschön, die Plattform der von den Hypotheken und Hypothekenkrediten Betroffenen. Das ist eine Bewegung, die sich in den letzten Jahren zu einer regelrechten Massenorganisation entwickelt hat und die eine der wichtigsten Organisationsstrukturen der Linken in Spanien geworden ist. Und ja, ich würde Mario jetzt bitten, was zu sagen über die Entstehung und die Entwicklung der PAH und ihre Erfolge in den letzten Jahren, also sowohl verbunden mit der Dynamik, die auch ja, mit der Bewegung der Empörten, mit der Kinze-M-Bewegung ja, verbunden ist, aber auch unabhängig davon. Und die Frage, mit welchen Strategien im Prinzip Zwangsräumungen verhindert wurden. Also über 1000 Zwangsräumungen sind bisher schon verhindert worden von der PAH. Und wie ist das eigentlich gelungen? Und es gibt auch neue Strategien, eben Wohnungen wieder anzueignen. Ja, wie funktioniert das eigentlich? Ja, meine Familie könnte zumindest daher, da habe ich so ein bisschen Viertelberechtigung, um Thema hier zu vertreten. Dummerweise muss ich jetzt auch noch die Fragen, die ich mir selber ausgedacht habe, beantworten. Wird schon irgendwie gehen. Prekäres Leben und prekäres Arbeiten ist in Spanien natürlich schon extrem lange in der Entwicklung. Insofern ist es ein Dauerthema eigentlich vor Ort und das Thema Wohnen eigentlich auch schon länger dort. Es hat eine Besonderheit, ihr wisst von der Hypothekenblase, die es in Spanien gab, teilweise noch gibt, die jetzt nicht einfach nur aus der Verrücktheit sozusagen, dass es billige Kredite gab und alle mit Geilheit dann sozusagen aufs Wohneigentum gestürzt sind, wie es ja manchmal beschrieben wurde, weil die Spanier dann jetzt mehr Vermögen haben, virtuell wegen Wohneigentum als die Deutschen und so ein Unsinn, sondern die Ursache dafür ist natürlich, dass der Wohnungsmarkt, der Mietwohnungsmarkt in Spanien quasi inexistent ist. Es ist traditionell immer Eigentum gewesen und hat sich in den letzten 30 Jahren schon extrem verschärft, insbesondere in den Städten, überhaupt an bezahlbaren Wohnraum zu kommen. Es sei denn, man kauft ihn halt. Und das ging, weil man sich eine Wohnung ohne irgendeinen Cent in der Tasche komplett auf Kredit finanziert kaufen konnte. Und es ging halt so lange gut, wie deutsche, französische und andere Banken Billigstkredite sozusagen nach Spanien weitergereicht haben. Und die spanischen Großbanken natürlich auch. Dass das nicht gut gehen konnte auf Dauer, war ja irgendwie klar. Aber wenn du da jetzt nicht gerade Ökonom bist, steckst du ja auch nicht drin, weil die entsprechende Vermarktung auch super funktioniert hat und der Druck halt sehr groß war. Das heißt, schon bevor die große Krise dann aus den USA hier rüber schwappte, war das schon ein Problem, dass immer mehr Leute unter prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen diese Kredite gar nicht mehr bezahlen konnten, also die Zwangsräumungsfrage schon stand und seither gab es auch dann den Versuch, Bewegungen zu organisieren in diesem Bereich. Unterschiedlichste in ganz Spanien, Uwe de Vivienda sicher einer der wichtigsten damals, aber es blieb alles noch auf einem sehr kleinen und fragmentierten Niveau. Es gab nur lokale Zusammenhang, mehr oder weniger, und wenig überregionales, sagen wir mal. Und es kam auch schon vor dem berühmten 15. Mai dann zur Entstehung der PAH, also der Plattform der von Hypotheken Betroffenen, also ein Versuch jetzt wirklich mal nach den ersten Versuchen, die es schon gab, wirklich regionsübergreifend mal was zu organisieren, aber auch sozusagen die zersplitterten Gruppen zusammenzubringen, um das Thema besser anzugehen. Aber auch das blieb alles so, naja, nicht so wahnsinnig nennenswert. Bis dann tatsächlich der Kinze-M kam. Natürlich nicht ohne Vorgeschichte, aber doch unerwartet in dieser Dynamik. Und auch da war die PAH von Anfang an mit vertreten bei den Platzbesetzungen. Auch bei der Gründung von Democracia Real Ya, also der
einer der Mithauptorganisatoren sozusagen dieser Platzbesetzung. Auch da war die Paar schon mit Bestandteil und hat also von Anfang an diese enorme Dynamik nicht nur dann erlebt, sondern auch mitproduziert. Und das hat aber dazu geführt, dass sie eine ganz andere, ja, wirklich Bewegung wurde, weil über die Platzbesetzung und die vielen Kontakte, die dort mit anderen Organisationen, mit nicht organisierten, mit Basisgruppen aus allen möglichen Bereichen, also sowohl ganz neu politisierten als auch der alten Linken, die natürlich selber da vertreten war, als auch parteilicher Linken, insbesondere Basisorganisationen, als auch Basisgewerkschaftern und so weiter, die waren alle ja auf den Plätzen und das war ein Ort wirklich der Begegnung, wo man tatsächlich auch nicht nur sich austauschen konnte, sondern sprechen konnte, was sind eigentlich die strategischen Fragen, an denen man knabbern müsste. Und das war natürlich auch so ein bisschen da eine Möglichkeit zu sagen, hier haben wir übrigens so große soziale Probleme wie die Zwangsräumungen, sodass dann also erst die Versuche, Zwangsräumungen zu verhindern, die es vorher auch schon gab, eher massenhaft ein bisschen weiter gelungen sind, weil natürlich dann sehr viele Leute von den Platzbesetzungen auch dorthin gegangen sind und eben versucht haben zumindest, Zwangsräumungen zu verhindern, was in einigen Fällen dann eben auch mal klappte, was dann auch relativ schnell die Medien auf den Plan brachte und dann war das so ein selbstverstärkender Effekt so ein Stück weit, dass immer mehr Leute zu den Zwangsräumungen gingen. Wobei man es ein bisschen relativieren muss, ich meine, es ist ein riesiger Erfolg, dass über 1000 Räumungen mittlerweile verhindert wurden, mittlerweile sicherlich schon wieder mehr. Aber im Verhältnis zu den Räumungen, die tagtäglich stattfinden, also es sind Hunderttausende von Wohnungen geräumt worden, mit Sicherheit kann man eigentlich sagen, dass die Millionengrenze längst überschritten wurde, ist es natürlich trotzdem ein kleiner Tropfen vergleichsweise. Aber es ist mehr als Symbolik, sondern ist natürlich auch ein enormer Organisationseffekt, der damit eingesetzt hat und der auch zu einer Strategieausweitung sozusagen auch geführt hat, insbesondere dann auch nach der Räumung der Plätze, wo es möglich wurde, durch solche und andere Initiativen natürlich auch den Übergang von den Plätzen dann in die, wie soll man es nennen, in die Nachbarschaften, in die Viertel gelungen ist, weil man sich eben um solche konkrete soziale Probleme organisiert hat und dann auch andere Strategien einsetzen konnte, die haben auch schon mit dem Platz, zu Zeiten der Platzbesetzung stattgefunden, wie Bankfilialen massenhaft zu besetzen. Es gibt, glaube ich, kaum eine Woche, wo man nicht eine Bank besetzt wird. Nicht in dem Glauben, dass man da jetzt die Bank enteignet oder sowas, sondern um in konkreten Fällen von drohender Zwangsräumung eine Neuverhandlung zu erzwingen. Und es klappt auch meistens. Es ist relativ erstaunlich, dass die Banken da ja, den Spielraum, den sie sowieso haben, unter diesem großen sozialen Druck, der auch über die Medien natürlich immer wieder verstärkt wird, dann immer wieder nachgeben. Und da, wo sie nicht nachgeben, werden auch andere Methoden durchaus eingesetzt, neben all den öffentlichen Flashmobs und ähnlichen Geschichten, die natürlich gemacht werden, gibt es auch sowas wie, sie nennen es die Scratches, gab es ja auch in Argentinien natürlich schon, aber auch ältere Geschichte schon, immer wieder, bei uns wird es eher kritisch diskutiert, wenn hier sowas gemacht wird, nämlich Leute aufzusuchen, die verantwortlich sind für solche Geschichten, seien es Banker oder Politiker, Kommunalpolitiker oder andere, und sie unter Druck zu setzen, um dann eben auch wieder solche Neuverhandlungen zu erzwingen. Und da ich schon wieder nur eine Minute habe, sind sie letztlich dann auch noch einen Schritt weiter gegangen, also nicht immer nur Zwangsräumungen zu verhindern, Neuverhandlungen zu erzwingen und ähnliche Dinge, ganz konkrete Hilfen zu leisten, sondern, wenn nötig, wird eben auch Wohnraum wieder besetzt. Oft auch gerne der gerade Zwangsgeräumte, gleich wieder besetzt, aber auch andere, insbesondere leerstehende Wohnblöcke, die es ja in Spanien zuhauf gibt, die nennen das Obra Social, also Sozialbau, Sozialarbeit, wie auch immer man das übersetzen will, lässt sich schwer übersetzen. Jedenfalls sind es mittlerweile auch massenhaft Wohnblöcke, die angeeignet wurden. Kann man jetzt gar nicht zahlen, habe ich da leider nicht, aber es auch da gibt es kaum eine Woche oder einen Monat, wo nicht mehrere Wohnblöcke in Spanien von ein paar in Besitz genommen werden. Manche werden dann auch wieder geräumt, aber auch das ist nicht so einfach, gibt immer einen großen Skandal, insbesondere wenn man es schafft, sozusagen Politik da unter Druck zu setzen, wo nicht zuletzt die sozialistische Regierung noch in der Kommune oder im Land gar, also in der Region regiert.
ist es natürlich besonders, also sagen wir ein bisschen leichter als bei den rechtskonservativen, protofaschistischen Regionalregierungen. Soll ich mal Schluss machen? Ja. Vielen Dank. Ja, wir würden jetzt springen nach Berlin in eine ganz andere Situation. Also hier in Deutschland hat es ja uns allen bekannt, sozusagen weder Massenbewegungen wie Kind zu M noch Occupy gegeben. Und gleichzeitig gibt es aber eine lebhafte Praxis von Versuchen im Alltag, im prekären Alltag, also an der Frage von Wohnen, an prekären Arbeitsverhältnissen, neue Formen von Basisorganisierung außerhalb von Parteien und Gewerkschaften zu entwickeln, die aber gleichzeitig anders als in den USA noch nicht die Form sozusagen eines Transformative Organizing, also eines festen Zusammenhangs von verschiedenen Ansätzen der Organisierung, die auch dauerhafter bestehen, erreicht haben. Aber ein hoffnungsvoller Ansatz gerade in Berlin ist eben Kotti und Co. Und da würde ich Tashi bitten, vielleicht kannst du etwas sagen. Einerseits, also ich denke mal, Kotti und Co. werden hier im Raum die meisten kennen. Insofern vielleicht kurz etwas zur Entstehung von Kotti und Co. zu sagen und dann aber vor allen Dingen, dass du uns vielleicht schilderst, wie versteht ihr eigentlich euren eigenen Organisierungsprozess? Inwiefern läuft das erfolgreich? Welche Probleme treten auf? Vielen Dank. Ja, genau. Deswegen meinte ich kurz das sozusagen noch. Okay. Ja, auch von meiner Seite danke für die Einladung. Genau, ich bin seit knapp 2 Jahren bei Kotti & Co. und es gab davor eine Zeit bei Kotti & Co., deswegen sage ich ab und zu die Mieter und ab und zu wir, also dass ihr nicht verwirrt seid, wenn ich manchmal drin bin und manchmal nicht. Kotti & Co. hat sich im südlichen Cottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg gegründet von Mieterinnen im sogenannten sozialen Wohnungsbau, als es eine doppelte Mieterhöhung gab vor 3 Jahren. Viele Nachbarn haben schon zu der Zeit mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete gezahlt und die Schmerzgrenze war weit überschritten und haben sozusagen erstmal alle kleinschrittigen Sachen von Unterschriften sammeln und mit den Vermietern reden und ins Rote Rathaus gehen mit einem Transparent und so gemacht und haben gemerkt und haben in dem Prozess ganz viel über den sozialen Wohnungsbau gelernt, nämlich dass der soziale Wohnungsbau an sich, so wie er konzipiert war, von Anfang an ein Abschreibungsmodell war für die Investoren und eine, André Holm nennt das so schön, temporäre soziale Zwischennutzung der Gebäude erlaubt hat für die 20 Jahre, wo der Staat von einer total fiktiven Kostenmiete auf eine annehmbare Sozialmiete jeden Quadratmeter jeden Monat runtersubventioniert hat. Es ist ein Milliardengrab, sondergleichen. Der rot-rote Senat hat dann 2003 beschlossen, aus diesem Fördersystem des sozialen Wohnungsbaus auszusteigen, aber hat keinerlei Vorkehrungen getroffen, um die Mieterinnen, die in diesen Sozialbauten leben, vor der Kostenexplosion zu schützen. Also zugunsten von einer Haushaltskonsolidierung haben die Ärmsten der Stadt mit ihrer Miete das zahlen müssen und zahlen es immer noch. Das haben die Mieterinnen nach und nach verstanden und gemerkt, okay, es ist ein politisches Problem, was nur politisch gelöst werden kann und haben eine Platzbesetzung, nämlich des südlichen Cottbusser Tors gemacht und haben dort ein Protestcamp errichtet. Das ganz wichtig war, ganz ähnlich wie andere Platzbesetzungen, dass es ein Ort von Begegnung war, dass sich die Nachbarschaft anders begegnen konnte, sich gegenseitig bilden, austauschen, vom Tee oder Kaffee über Diskussionsveranstaltungen. Und es sind zahlreiche Lärmdemonstrationen, mittlerweile, ich glaube, 26 von diesem Gittekondo ausgegangen. Ganz viele Kampagnen wurden da geschmiedet. Das ist so wie unser soziales Zentrum geworden. Wir haben es geschafft, innerhalb von einem halben Jahr, wo wir den Platz besetzt haben und sozusagen ins Abgeordnetenhaus zu katapultieren, jetzt im übertragenen Sinn, weil wir im November 2012 eine Expertenkonferenz zum sozialen Wohnungsbau im Abgeordnetenhaus organisiert haben, die zumindest formal von allen Fraktionen des Abgeordnetenhauses unterstützt wurde und wo wir langfristige Lösungen für den sozialen Wohnungsbau erarbeitet haben und sozusagen die Politiker versucht haben, in ihrem eigenen Gebäude zu empfangen.
da wurden ganz viele konkrete Lösungsansätze erarbeitet, die seit anderthalb Jahren auf dem Tisch liegen und nicht so viel weiter mit denen passiert. Deswegen haben wir uns auf einen langen Kampf eingestellt und das Protestcamp ist mittlerweile zu einem sozialen Zentrum, also zu einem kleinen Gebäude geworden, wo wir Sozialberatung und Mietrechtsberatung machen, die sowohl den Einzelfall beraten, als auch kollektivierend sozusagen Kampagnen daraus entwickeln. Also dazu kann ich gleich noch mehr sagen. Insgesamt für Kotti & Co. Haben wir oft auch an der eigenen Biografie die direkte Verknüpfung von Verdrängung und Rassismus erfahren. Und deswegen ist Rassismus, also verstehen wir unsere Arbeit ganz stark und explizit auch als antirassistische Arbeit. Nicht nur, um auf rassistische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt aufmerksam zu machen, sondern auch, um zu zeigen, wie das die Migranten, die Kreuzberg zu dem gemacht haben, was es ist, gerade verdrängt werden. Ich wurde gefragt, ganz kritisch, wie migrantisch wir denn eigentlich sind und wer sich bei uns organisiert. wir sind ungefähr 50-50 migrantisch und biodeutsch, würde ich sagen. Und wurde gefragt, ob es Leute gibt oder ob sich Gruppen bei uns organisieren. Und es ist so, dass es Leute innerhalb von Kotti & Co. gibt, die auch in anderen Kontexten organisiert sind. Also bei Avanti, Linkspartei, DIDIF, aber auch Milli Görüş. Es ist ganz wichtig und ganz klar, dass sie nicht als Gruppe bei uns organisiert sind, sondern als Einzelpersonen. Und natürlich wirken die in ihre Spektren rein, aber wir sind erstmal als Mieterinnen organisiert. Und das ist sehr wichtig. Und, also wir sind extrem, extrem heterogen, total verschieden in sehr vielerlei Hinsicht und glauben, dass das uns stark macht. Also wir haben kein jetzt klassisch linksidentitäres Selbstverständnis von einer voluntaristischen Gruppe, die sich in ihrem Weltbild weitestgehend einig ist und überlegt, wo sie ansetzt, sondern wir kommen sozusagen eher aus dem Alltagsbewusstsein und haben irgendwie ein konkretes Anliegen. Von dem heraus wir dann schauen, wie dieses konkrete Anliegen in gesellschaftliche Strukturen eingebettet sind und entwickeln dann sozusagen zum Beispiel die Analyse, dass solange Vermieter Gewinne mit unseren Häusern erwirtschaften können, wird die Miete auch steigen und fordern deswegen die Rekommunalisierung der Gebäude als Modellprojekt, was für den gesamten sozialen Wohnungsbau ausweitbar ist. Rekommunalisierung heißt in dem Fall Rekommunalisierung plus gemeinwohlorientierte Trägerschaft in einem Sondervermögen und demokratische Kontrolle durch die Bewohnerinnen. Wie wir uns organisieren. Also komplementär, was heißt, als Basis für so ein Langzeitprojekt, sind absolute Sofortmaßnahmen notwendig, weil wenn nicht sofort die Miete sinkt, sind in einem Jahr die Nachbarn, mit denen wir uns organisieren, weg. Und deswegen haben wir von Anfang an gefordert, die Miete bei 4 € netto kalt zu kappen und dass die Jobcenter die realen Mieten übernehmen, einen sofortigen Stopp aller Zwangsumzüge und Zwangsräumungen. Das fordern wir seit 2 Jahren und haben in jeglichem möglichen Weg Druck aufgebaut. Das, was bisher passiert ist, ist, dass das sogenannte Mietenkonzept für 2013 bis 2015 umgesetzt wurde, dass in den sogenannten 16 problematischen Großsiedlungen die Mieterhöhungen, die in diesem absurden System vom sozialen Wohnungsbau möglich sind, aufgeschoben werden. So, das ist das höchste der Gefühle gerade. Deswegen sind wir jetzt dazu übergegangen, unsere Mieten selber zu senken. das ist jetzt flapsig gesagt, aber wir versuchen einfach mit allen Mitteln und jedem Cent die Verdrängung zumindest aufzuhalten oder zu verlangsamen, die stattfindet. Ganz konkret fangen wir halt in den Gebäuden am südlichen Korpuser Tor an. Das sind 1500 Wohneinheiten. Und haben sozusagen so eine Organizing, machen Organizing, ich würde es auch Transformative sogar nennen, wo wir von Tür zu Tür gehen. Also diese Kampagne Mieten senken selbst gemacht funktioniert so, dass wir von Tür zu Tür gehen und Hausteams bilden von Nachbarn und Leuten von Kotti & Co. Und
bei allen Leuten an der Tür klopfen und fragen, wie ihre Situation mit der Miete ist und sie zur Hausversammlung einladen. Wir machen dann Hausversammlungen mit Anwälten unten im Hauseingang, wo wir gemeinsam viele Themen besprechen, aber auch Mietminderung, die komplett legal aufgrund von Mängeln machbar ist. Und Mängel haben wir, daran haben wir keinen Mangel in den Häusern. Die sind in katastrophalem Zustand. Sozusagen in juristisch, formal, in Einzelfällen wird dann diese Mietminderung durchdekliniert. Gleichzeitig steht unten auf dem Brief, wir sind Kreuzberg, wir bleiben. Und die Mietminderungen werden mit einer Demo kollektiv der GSW übergeben. Was sozusagen, was jetzt sich nach total kleinschrittiger Arbeit und total klein-klein anhört, was aber aus einer Organizing-Perspektive sozusagen genau die Strukturen in den Häusern aufbaut, genau es findet statt, dass die Leute sich kennenlernen, gemeinsam handeln, sich gegenseitig über ihre Rechte aufklären und dass wir ein klein bisschen den Gewinn der GSW bzw. jetzt Deutschen Wohnen mindern und vielleicht ein klein wenig den Verkaufswillen steigern, was für so ein Rekommunalisierungsprojekt auch sehr wichtig ist. Genau, ähnliche Kampagnen entwickeln wir gerade zu den Betriebskosten und zum Druck auf die Jobcenter. Genau, das sind, also ich will einfach nur damit illustrieren, ich glaube, das hat die Plattform und das ist da sind wir sozusagen vom politischen Organisierungsansatz sehr ähnlich, dass aus so einem scheinbaren Beratung oder auch ganz realen Beratung, was ja die Plattform auch kollektiv macht, daraus heraus kollektive Kampagnen entwickeln und die natürlich versuchen, neben dem konkreten Unterschied im Geldbeutel auch einen Organisierungseffekt Hörst? Ja, super. Das leitet im Prinzip auch ganz wunderbar über zu unserer zweiten Runde, also das Verhältnis von Alltagsorganisierung und Versuchen eben Einfluss zu nehmen auf staatliche Politiken im Bereich Wohnen, im Bereich Stadtpolitik, eben tatsächlich die Machtfrage sozusagen zumindest an manchen Punkten zu stellen und zu versuchen, reale Erfolge für die Communities herauszuholen, dadurch, dass eben staatliche Politiken geändert werden können. Da würde ich auch gerne Fragen an dich, Jasmin. Entschuldigung, nicht auf Englisch. auch in den USA, ich bin ein bisschen durcheinander mit den Sprachen, also auch in den USA gab es durchaus Versuche, eben Einfluss zu nehmen auf sowohl die nationale Regierung als auch auf kommunale Regierungen. Zum Beispiel den Aufruf, ein Moratorium für Räumung zu machen, der auf nationaler Ebene allerdings, so haben wir das zumindest hier wahrgenommen, nicht so einen großen Effekt hatte. Aber vielleicht war das in einzelnen Städten anders. Also vielleicht gibt es da durchaus Praktiken, wo auch Erfolge erzielt wurden. Das fände ich interessant, wenn du uns darüber erzählen könntest. Und in Richmond gibt es eben stark diesen Versuch, dass Städte, also nicht, dass die Stadt versucht, die verschuldeten Familien, den verschuldeten Familien quasi dadurch unter die Arme zu greifen, dass sie Gebäude eben auch im Zweifelsfall sogar enteignen von Banken oder den Trusts, denen sie gehören. Und ja, vielleicht kannst du was darüber sagen, wie du diese Praxis einschätzt und ob das auch in anderen Städten Druck dafür gibt, sowas umzusetzen. So just to give you a sense, a little bit of the relationship between the local and the national work within our alliance. So our local groups sound very similar to the project in Berlin. They're working on a very local level. They're doing issues, working on issues that are occurring maybe in a particular neighborhood. And they very much are doing tactics like direct actions and tent cities and land takeovers, as well as home defense, defending homes from foreclosure and eviction, and have, through the alliance, been sharing those models around the country. So one of the examples is
it was originated by a group in Boston called City Life Vita Urbana, called The Sword, the Shield, and the Offer model. So the sword represents the sort of organizing and the defense, the direct action tactics of organizing around the home itself. The shield is the legal defense, actually going through the court system and forcing banks to provide the note on the house, which because of the mortgage securities, it's actually very difficult for the banks to produce the note, and then actually because the banks usually can't, then they will be sort of pressured into direct negotiation, and they can make an offer either buy back the home at a lower rate at the current value of the house, or to rent the home out to the previous owner. So there's many of these sort of actions happening locally. As an alliance, you know, part of our effort is to try to raise the level of impact from the local organizations to a national level. And so we've been working on a coordinated national campaign called Homes for All. It's actually a campaign that really brought together the different sectors of our alliance. So the public housing residents with the tenants who were doing like building by building tenant organizing, with the affected homeowners who are facing foreclosure and eviction, as well as with our member groups who are organizing homeless individuals and families around the rights of homeless people. And so we came together to try to create a very comprehensive agenda and platform around what's happening in our cities, around what we saw as the very broad housing affordability crisis. And so we have been focused on multiple areas, but I think, interestingly, on the national level, we have been pressuring. There are two banks that were taken under conservatorship by the government, Fannie Mae and Freddie Mac, and they own 80% of the mortgages in the United States. And so we've been actually aggressively pressuring them for a moratorium on evictions. We have not won that, but we have been able to have direct negotiation with them on a number of cases. So our groups have come together, and we have 99 cases of tenants and homeowners who are facing foreclosure from Fannie Mae and Freddie Mac, and we've had direct negotiations both with a vice president of Fannie Mae, who meets with us, I think she meets with us monthly, but at this point it's it was like, we won these meetings, and then we started to realize that they weren't going to do anything, and so these meetings don't really do anything. But we have been meeting with her, and then we also had finally a sit-down meeting with the new leadership of the Federal Housing Finance Agency, which sort of oversees these banks, the new director, who we were a part of ousting the old director, who was very opposed to doing principal reduction, and a moratorium on evictions and other progressive policies that would help millions of homeowners and renters who are facing foreclosure. So now we were part of implementing new leadership, and then we finally met with him. So they are considering these 99 cases, but 99 cases are, you know, a tiny drop in the bucket for the millions of people who have already experienced foreclosure and the 13 million homeowners who have underwater mortgages. So their mortgages are much greater than the actual value of their property right now. So they have negative equity, and they are underwater. And so they are either forced to short sell and sell their homes for less than what they bought them for, or face foreclosure. So yes, a moratorium on evictions is very, very important. It's also a very big demand that is going to be hard to win. But we have now, with new leadership of this agency, have some potential to really move that policy, although it's still very slow. But his office, he's committed to continue to meet with us regularly. So this just happened. This is a new development. So we're hopeful that there could be some progress there. We also are looking at, just to say another thing about the eminent domain. So there are groups in our alliance, as well as ally groups who are not part of the alliance but that we work closely with, who've been piloting this model using eminent domain
actually to buy, to seize properties that are being foreclosed on from the bank and then resell it to the previous homeowner at the reduced rate of the current market value. So this is unprecedented. It's has a great potential to be very impactful, but it's also, there's a lot of legalities around the use of eminent domain. So there are, let's see, where's the question for that? There's like state laws and municipal laws that affect how eminent domain can work. So it's not something that can be piloted broadly. It's sort of being worked on very locally, where there are both local organizations that are very interested and committed to that, and sort of coalitions and partnerships with progressive elected officials who would be able to move it through the court system. So Richmond in California is one of those locations. And then this is also being done outside of Boston in Brockton, Massachusetts. I think there are maybe 3 or 4 other cities where there's some groundwork developing, but this is still in the kind of early stages, and actually it wouldn't be towards the later stages of these campaigns that actually the approval to use eminent domain would have to be deemed constitutional. So there's sort of a long process, but there's interesting coalition efforts, and there's also some foundation funders who are investing in this model. So it'll be, you know, it's being resourced, which obviously is very important for us to do any of this sort of innovative precedent-setting work. That is also very encouraging. Can you repeat the last part of the question? It was referring to the Richmond model, but yeah, perhaps you can only shortly say something. I think also the Homes for All campaign. So one thing that we realized as we were forming the Homes for All campaign is that we did need some sort of national agenda, and that we really are looking at, and there's a lot of support from both the homeowner organizations and the homeless and tenant organizing groups to come together on this. We're seeing that in part there's an evolution of the housing crisis that's moving very aggressively into the rental market. So what's happening for renters is very important to us right now, and we're seeing actually a crisis of affordability for renters that is that we've never seen before in our country, and that it is growing very rapidly, and we're looking at this being sort of the decade of the renter is sort of how we've been framing it within our conversations. So the strategy around that nationally has really been to fight for revenue from the government and from the banks to support housing for extremely low-income families. So actually, we've sued Fannie Mae and Freddie Mac, the banks who also own 80% of the mortgages. They were actually mandated by law that was created under the Bush administration to contribute a percentage of their profits into a fund that was explicitly for the building and preservation of affordable housing for extremely low-income families. They were in the red when the government took over conservatorship, so they got a waiver to not contribute funds, but they've been reporting record-breaking profits for the last 2 years. And so at this point, our calculation is that they owe more than $568 million into this fund, and they have not contributed 1 cent. So we sued them to try to reinstitute their contributions and to hopefully win back retroactively what they owe. And still, that's not nearly enough money, but it is something that if we were able to capitalize the fund, then we could justify the fund's existence and further contributions through things like taxing financial transactions and other types of accountability measures on the federal level that would provide revenue
that then could move to the local level for our groups who are organizing in cities. Yeah, thank you a lot. In Spanien hat es einen sehr erfolgreichen, sehr massiven Versuch gegeben, eben Einfluss zu nehmen auf der Ebene der nationalen Regierung, ein Volksbegehren für das Verbot von Zwangsräumungen. 1,4 Millionen Menschen haben da im letzten Jahr unterschrieben und dieses Volksbegehren wurde massiv von der PAA mit initiiert und unterstützt und organisiert. Und ich würde Mario einfach bitten, das so ein bisschen einzuschätzen, wie dann der Prozess, also es ist ja dann zu einem Gesetz gekommen, der sozusagen Teilerfolg geboten hat, aber halt keine völlige Durchsetzung des Ziels, und das einfach so ein bisschen zu bewerten, was ist da passiert, nachdem dieses Volksbegehren gestartet ist, und wie wird dann weiter in der Bewegung über solche Strategien diskutiert? Nein, der Vorläufer ist vielleicht, dass ja, ich habe es vorhin kurz angedeutet, bei der PAA von Anfang an unterschiedlichste Organisationen mit, also nicht als Organisationen, so wie du es gesagt hast vorhin, sondern Leute eben aus Gewerkschaften, aus Parteien, aus linken Bewegungen und anderen Zusammenhängen oder gar keinen Zusammenhängen eben dort organisiert sind. Das heißt, es gab immer schon Kontakte, und gerade auf lokaler Ebene wurden dann auch das genutzt, um mit Organisationen zu arbeiten, also klar, gerade in kleineren Städten dann die Infrastrukturen von Gewerkschaften oder der Linkspartei oder sowas zu nutzen, um die Kampagnen abzusichern oder eben über die Kommune Druck aufzuüben auf Hauseigentümer und ähnliches mehr. Aber wie vorhin schon sagte, ist alles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Insofern hat man irgendwann in der PAA überlegt, wir müssten eigentlich so einen größeren Sprung machen, damit wir uns nicht in diesen einzelnen Wohnungskämpfen verkämpfen im wahrsten Sinne, weil es natürlich ein enormer Aufwand ist, dauernd so eine hohe Mobilisierung aufrechtzuerhalten mit Leuten, die natürlich unter extrem prekären Bedingungen leben müssen, weiterhin oder immer mehr. Also hat man sich dieses Volksbegehren ausgedacht und initiiert, dann zusammen tatsächlich mit den Gewerkschaften und der Linkspartei Izquierda Unida, und eben geschafft, dass man diese hohe Unterschriftenzahl bekommen hat für ein Verbot von Zwangsräumungen, für den Erlass der Schulden, wenn Leute zwangsgeräumt wurden. Denn das war noch sozusagen der Gipfel, dass in Spanien du deine Wohnung verlierst, aber auf den Schulden sitzen bleibst. Absurd. Also das wenigstens das, und dass ein Anspruch auf das Wohnen zu einer sozialen Miete, wenn du schon die Wohnung verloren hast, garantiert ist. Das Volksbegehren wurde im Parlament erst überhaupt zugelassen, nachdem es dann doch zu einer Anhäufung von Selbstmorden, insbesondere älterer, von Zwangsräumung bedrohter Menschen kam. Also in der Nacht, bevor das Parlament zusammentrat, gab es wieder einige davon. Das hat dann die rechtskonservative Regierung in Madrid tatsächlich dazu gebracht, na gut, dann lassen wir das mal zu. Und tatsächlich wurde auch ein Gesetz durchgebracht, aber nicht das Gesetz, was das Volksbegehren vorgeschlagen hatte, sondern eines, was eigentlich das Ganze wieder derartig verwässert hat, dass nichts damit gewonnen war, sodass die PAA eigentlich die alte Strategie wieder verschärft hat, nämlich Bankenbesetzungen wieder, also das Tempo zu erhöhen, Druckkampagnen zu entfalten und mehr Häuser, die leer stehen, wieder anzueignen. Gleichzeitig hat man dann die Gelegenheit genutzt, in Andalusien, wo die Regierung von der Sozialistischen Partei mit der Izquierda Unida in einer Koalition regiert, selbst ein Gesetz zu erlassen, was eben eher dem PAA-Volksbegehren entspricht und sogar die Enteignung, zumindest die vorübergehende Enteignung von von Wohneigentümern, erlaubt, wenn sie die Leute, also von den Banken, wenn sie die Leute auf die Straßen setzen wollen und die Gefahr der Obdachlosigkeit oder schwerer sozialer Verarmung droht. Und dann nimmt die Kommune das in die Verwaltung. Das ist auch in ein paar Fällen tatsächlich so Mischungen, sagen wir mal, passiert. Insbesondere aber hat die PAA natürlich weiter Häuser sich angeeignet und besetzt. Und es war also mehr als ein symbolischer Erfolg, sondern wurde in die Tat umgesetzt. Und dann kam es trotzdem dazu, dass die Sozialisten, also die Ministerpräsidentin sozusagen, dann versucht hat, ein sehr symbolisch zentrales Gebäude in Sevilla zu räumen. Woraufhin Izquierda Unida gesagt hat, okay, das wäre dann der Koalitionsbruch, wenn es soweit geht, weil hier geht es an
das zentrale Problem von grundlegenden Lebensbedingungen sozusagen in Spanien zurzeit. Und was immerhin dazu geführt hat, dass tatsächlich die Sozialisten zurückgezuckt haben, weil die natürlich selber extrem gespalten sind, nach wie vor mit den Rechtskonservativen irgendwie versuchen, in diesem Zwei-Parteien-System weiterzumachen, aber die Basis, zumindest ein Teil der Basis, extrem unzufrieden ist und sie dauernd sozusagen da hin und her eiern. Aber was sozusagen für die Izquierda Unida ein wirklich krasser Fall war, weil ja die Regierungsbeteiligung ohnehin extrem umstritten war, also ähnlich wie hier kann man sich das vorstellen, die Partei quasi zerrissen wird in dieser Frage, sollen wir da reingehen, sollen wir da nicht. Mit solchen Aktionen war das dann so ein bisschen klarer, okay, man kann an gewissen Stellen was bewegen, aber wenn die Sozialisten so weitermachen, geht das halt nicht. Aber an dem Punkt ging's. Genau, aber trotzdem ist natürlich klar, und das ist das Besondere nochmal vielleicht bei euch auch mit dem Transformative Organizing in der Part, dass sie sowas nicht nur zu diesen einzelnen Kampagnen und Ähnlichem nutzen, sondern das immer reflektieren in einem Prozess, wo sie ohnehin diese ganze wechselseitige Hilfe und Solidarstruktur, die sie aufbauen, nutzen, um über die Probleme hinaus politisch die Leute zu organisieren, politische Schulungen zu betreiben, auszugreifen auf andere Bewegungen, andere Organisationen, um da sozusagen über den, das Problem der Zwangsräumung und des Wohnens insgesamt Politiken zu entwerfen, sozusagen, die an das grundlegende Problem, nämlich wie kommen wir an diese blöden Machtstrukturen dran, ein bisschen dran zu gehen. Und das ist so die Erfahrung, die sich sozusagen in diesen Kämpfen da herausbildet. Vielen Dank. Ja, auch in Berlin gibt es ja viele Prozesse der Vernetzung von, es sind viele stadtpolitische Initiativen, lokale Kämpfe in unterschiedlichen Stadtteilen, in unterschiedlichen Straßen, also auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch entstanden. Und ja, ich würde dich, Tashi, fragen, inwiefern hat Kotti und Co. Ja, viele Bündnisbeziehungen ausgebaut, auch beispielsweise zur Linkspartei, aber eben auch im Bereich dieser stadtpolitischen Vernetzung. Und wie schätzt du diesen Prozess ein? Inwiefern gelingt es sozusagen vielleicht auch ähnlich wie in New York sozusagen eine oder auch in Hamburg jetzt eine Righteous City Alliance einzurichten? In Berlin ist es ja immer ja doch schwierig mit den Vernetzungsprozessen auch. Genau, also Vernetzung und Bündnisarbeit ist uns total wichtig. Wir heißen Kotti und Co. und das Co. steht sozusagen für das Mit, für die Kooperation, für die anderen und das Miteinander. Wir sind in einer ganzen Reihe von Netzwerken und Bündnissen. Einmal sind wir in dem mietenpolitischen Dossier. Das ist ein Zusammenschluss zahlreicher Mieterinitiativen von Zehlendorf bis Pankow, wo wir unter anderem im Frühjahr das zweite mietenpolitische Dossier, dieses, rausgebracht haben, was ein Panorama der derzeitigen Probleme, aber auch der Initiativen und Forderungen an die Politik formuliert. Genau, mit verschiedenen Gruppen wie dem Bündnis Zwangsräumung verhindern, arbeiten wir auch schon seitdem es gibt zusammen mit Mieterstadt.de sind wir auch ganz, machen wir ganz viele gemeinsame Aktionen. Wir haben ein sehr breites Bündnis initiiert, das heißt Bündnis Solidarische Stadt, in dem sind über 40 Organisationen vertreten, und zwar von der AWO über die Caritas, über die Mevlana-Moschee, über die Verdi Erwerbsloseninitiative, Almende, Amoroforo, DIDIF, Kreiskritische Sozialbeiträge, also einfach so wirklich das Anliegen, eine breite Bündnisarbeit zu machen. Ja, an anderen Netzwerken nehmen wir teil, wie zum Beispiel hier die Care Revolution oder den Stadtpolitischen Ratschlag als Organisierungsprozess der stadtpolitischen Initiativen in Berlin. Gleichzeitig, und das ist uns auch wieder ganz wichtig, sind wir auch in lokalen Netzwerken, in der Nachbarschaft. Also weiß ich nicht, das queere Café Südblock gegenüber ist ein super wichtiger strategischer Verbündeter. Türkimspor, der Fußballverein, ist super wichtig. Wir sind alle bekannte Fans der Mädchenmannschaft und gehen zu den Spielen und die kommen zu unseren Demos. Solche Sachen sind uns auch wichtig. Und also wir versuchen, wir haben so ein bisschen die Strategie, in verschiedene Öffentlichkeiten, verschiedene gesellschaftliche Öffentlichkeiten rein zu kommunizieren. Also sei es irgendwie im Kunstbetrieb oder sei es in wissenschaftliche Diskurse,
Und kriegen auch von den Milieus sehr viel Unterstützung. Also es gab einen Aufruf von kritischen Migrationsforscherinnen, die uns ganz explizit unterstützt haben und gesagt haben so, hey, es geht da nicht nur um Mieten, es geht um letztendlich das Modell von Stadt und das gemeinsame Zusammenleben in dieser Stadt. Das gleiche von kritischen Stadtplanerinnen und Architektinnen, die auch da in ähnlichen Weise mit uns solidarisiert haben. Ganz konkret zu der Frage, wie wir mit Gewerkschaften und Parteien und anderen Gruppen noch kooperieren. Also vom Bezirk haben wir sehr viel Unterstützung gekriegt. Die Tatsache, dass wir 2 Jahre geduldet werden auf der Straße und bisher noch nie von Räumungen in, bedroht waren, ist schon erstmal auf jeden Fall eine Unterstützung. Gleichzeitig gibt es über ganz vielen anderen Ebenen, also irgendwie sei es von der Unterstützung von der Finanzierung, zum Beispiel für unsere Sozialberatung, es gibt keine Kooperation oder extrem wenig. In Frage von Ausweitung von Erhaltungssatzungen, also Milieuschutzgebieten, ist schwierig. Ja, in verschiedenen, auch mit der Kommunikation mit den Jobcentern, die ja über die Bezirke eigentlich Druck kriegen könnten, läuft da sehr wenig, was ja schade ist. Mit der Linken sind wir gerade in, ja, schon seit ein paar Monaten im Gespräch, ob diese Rekommunalisierungsmodellstudie vielleicht finanzierbar wäre über die Linke. Da sind wir ganz froh darüber, dass wir im Gespräch sind. Auch noch mit anderen Oppositionsparteien. Gleichzeitig, Stichpunkt Mosaiklinke, haben wir den Eindruck, dass in Fragen von der Wohnraumversorgung die Linke gerade nicht die Ärmsten dieser Stadt, die Interessen der Ärmsten dieser Stadt vertritt, weil sowohl natürlich der schon erwähnte Ausstieg aus dem Fördersystem des sozialen Wohnungsbaus, ja, Bestandsmieter vor eine Situation stellt, auf die auch jetzt keine anderen Lösungskonzepte im Bestand gefolgt sind. Also es gibt einfach keine Antwort da von der Linken. Und ja, auch sonst keine Perspektiven, wie neben einem Neubaufonds ja, andere Maßnahmen zum untersten Sektor, also wir reden da von Netto-Kaltmieten unter 5 Euro geschaffen werden kann. Und das ist aber, das ist nicht nur bei der Linken so, sondern es ist auch bei allen Parteien so. Also wir haben den Eindruck, dass arme Mieterinnen dieser Stadt gerade keinerlei Interessensvertretung haben und deswegen diskutieren wir gerade darum, ob wir sowas wie eine Mieterinnengewerkschaft gründen wollen oder eine andere Form der Organisierung. Ja, und das ist aber noch nicht öffentlich, überlegen wir gerade ein etwas größeres Projekt zur Wahl 2016 anzuschieben, was, wenn es Erfolg hätte. Ja, ich glaube auf jeden Fall, die Verwertungsmöglichkeiten von Kapital auf dem Bundesmarkt etwas einschränken würde. Genau, mit Gewerkschaften. Apropos Gewerkschaften, wir versuchen gerade über Gewerkschaften auch Kontakte zum Betriebsrat von der GSW aufzubauen und vielleicht zu schauen, ob man diese Sachen kombinieren kann. Auch ganz viel von der Facilita, die das Gebäudemanagement in unseren Blöcken macht, ist wiederum von der WISAG, wo ja auch gerade Arbeitskämpfe am Laufen sind. Wir versuchen das ja strategisch zusammenzudenken. Soweit. Öffnen wir die Diskussion mal für euch alle. Also eigentlich sind hier noch viele Fragen geplant gewesen, aber das werden wir jetzt nicht verfolgen. Insofern ja, würde ich euch bitten, einfach euch zu melden, Fragen zu stellen. Danke. Mein Name ist Max Welch-Guerra. Ich bin kein Spanier. Auch, ich vermisse den zweiten Teil des Titels, die Reorganisation der Linken. Also bisher haben wir schöne, interessante, ermutigende, hübsche Fälle gehört von Kämpfen und von bestimmten Fortschritten. Das ist wunderbar, aber
Ich finde das immer besorgniserregender in Bezug auf die Reorganisation der Linken. Auch was du zum Schluss gesagt hast. Ich wage die These, ich gehe einen Schritt zurück. Wir haben im letzten Drittel des letzten Jahrhunderts eine Deindustrialisierung gehabt in den meisten Ländern. Und man hätte erwarten können, dass die linken Parteien, die traditionellen und weniger traditionellen linken Parteien, sich stärker kümmern um den reproduktiven Bereich, um die Alltagswelt. Das ist offensichtlich kaum passiert. Und nicht nur hier, sondern auch in Spanien. Ich habe auch nie in Spanien gelebt, ich verfolge das aber nur über die Presse. Ich habe den Eindruck, dass in Spanien, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass in Spanien das noch viel krasser war. Diese ganze Bewegung ist an den linken Parteien vorbeigegangen, auch wenn diese Institutionen, diese Organisationen Einrichtungen benutzen der linken Partei. Podemos ist jetzt viel stärker, jetzt gibt es eine andere linke Partei, eine linke Bewegung, die sich erst organisiert am Rande der traditionellen Linken. Es gibt offensichtlich auch in Spanien weiterhin überhaupt keinen Versuch eines Gegenmodells, eines Modells der Stadtentwicklung oder eines gesellschaftlichen Gegenmodells. Dieser reproduktive Bereich und speziell der Bereich Wohnungspolitik ist unterbelichtet in der traditionellen Linken, zu denen ich auch die Partei Die Linke und ich mich selber auch hinzurechnen würde. Und das gilt in Spanien offensichtlich noch viel stärker. Oder liege ich falsch? Bin ich zu pessimistisch? So, wer ist der Nächste? Also ich finde die Frage nach der Reorganisierung der Linken total wichtig und auch total spannend. Und meine Frage ist, glaube ich, ein bisschen in die Richtung, nur vielleicht eine Ebene weiter unten sozusagen. Und zwar würde mich nochmal interessieren, ich hänge das jetzt an Kotti und Co. auf, aber im Grunde genommen ist das eine Frage an euch dreien, weil es eigentlich alle betrifft sozusagen. Und zwar diese Frage nach der breit gefächerten Bündnisarbeit. Da frage ich mich sozusagen, wie weit funktioniert das tatsächlich? Das ist sozusagen, also du hast gesagt, ihr macht bei total vielen Bündnissen mit, sitzt ja zum Beispiel heute auch zum Podium da, aber auch bei der Care Revolution Aktionskonferenz oder bei 1000 anderen Sachen. Aber für mich wäre sozusagen der entscheidende Punkt, inwiefern gelingt es tatsächlich, einen kollektiven Lernprozess daraus zu machen? Also gibt es auch eine Form von Rotation oder irgendwie eine Form von Rückkopplung, also als Erfahrung, die man sozusagen daraus mitnimmt, die dann aber auch sozusagen einen breiten kollektiven Lernprozess ermöglichen in der eigenen Struktur sozusagen. Und ich frage das einerseits aus einem strategischen Hintergrund, nämlich schafft man es tatsächlich sozusagen Multiplikatorinnen aufzubauen und eine Form von Erweiterung der politischen Perspektive hinzubekommen, die dann auch nachhaltig ist, auch in Zeiten, wo vielleicht diese Organisierungsprozesse wieder in eine regressive Phase kommen, also sozusagen tatsächlich nachhaltige Lernprozesse. Und aber auch, weil es ja tatsächlich auch um die Frage, gerade vor dem Hintergrund dieser Konferenz, um reale Veränderung von Lebensweise geht. Also sozusagen eine wirkliche Veränderung der Lebensweise, die ja dann auch nur kollektiv passieren kann. Also sind es quasi einzelne Individuen, die da sozusagen herausbrechen aus dem Prozess und es bleibt bei denen? Oder also klappt es sozusagen, das zu verallgemeinern? Ja, ich habe eine Frage an Tashi, weil du gesagt hattest, ihr überlegt, eine Mietergewerkschaft zu gründen. Es gibt ja Mietervereine, sowohl in der städtischen als auch nationale. Also deswegen würde mich interessieren, wie ist denn euer Verhältnis zum Beispiel zum Berliner Mieterverein oder zum Deutschen Mieterbund? Ich habe auch noch eine Frage an Tashi, Kotti und Co. Und zwar, ich fand es sehr interessant, was du von von dieser Haus-zu-Haustür-Organizing-Geschichte erzählt hattest. Kannst du ein bisschen mehr ausführen, wie der Zuspruch da ist und wie die Leute darauf reagieren und für wie erfolgsversprechend ihr dieses Herangehen haltet, jetzt auch was das gemeinsame Senken der Mieten angeht? Ja, dann würde ich vorschlagen, dass vielleicht Tashi anfängt, auch mit der Frage, die ganz direkt auf Kotti und Co. ist und dann aber auch sozusagen nochmal auf diese Frage des Bündnisprozesses, wie ihr eigentlich mit unterschiedlichen, ja, insgesamt mit
zivilgesellschaftlichen Akteuren, aber natürlich vor allen Dingen auch in der Perspektive, wie lässt sich eigentlich eine linke Alternative auf der Ebene der Stadtpolitik insgesamt bilden in Berlin. Dass du das hast, das hattest du ja auch schon was gesagt, dass du es einfach nochmal ein bisschen ausführst und dass wir dann weitergehen in der Runde und ihr vielleicht auch nochmal, also gerade auch mit der US-Perspektive, Occupy Wall Street war eben eine Massenbewegung, die dann auch viele neue Initiativen in unterschiedlichen Bereichen der Linken hervorgerufen hat. Und da würde mich eben auch interessieren, wie siehst du diesen Prozess der Reorganisation der Linken auf? Was verstehst du darunter und in welchen Bereichen findet das eigentlich überhaupt statt? Und genau, die gleiche Frage stellt sich dann natürlich auch für Spanien. Okay. Okay, also erstmal die Frage nach den Rückkopplungs- oder Bildungsprozessen innerhalb von Conti & Co. Das ist natürlich eine totale Herausforderung. Gleichzeitig versuchen wir das ganz stark zu machen. Also ich bin heute Abend zum Beispiel alleine hier, weil morgen Ramadan anfängt und weil die meisten von unseren Nachbarn einfach total bis hier mit Kochen und allem, was damit zu tun hat, beschäftigt sind. Und wir versuchen sonst zu mehreren zu kommen, zum Beispiel. Und also ich glaube, gerade durch diese, das beantwortet vielleicht beide Fragen so ein bisschen zusammen, durch diese Tür-zu-Tür-Aktion und durch diese Aktion in der Nachbarschaft versuchen wir halt letztendlich genau Nachbarinnen, die ja entweder schon lange in der Kerngruppe dabei sind oder Interesse haben und auch vor allem die zeitlichen Ressourcen dazu haben, ganz stark zu stärken. Also auf Englisch würde man sagen Leadership Building, auf Deutsch würde man es irgendwie versuchen zu vermeiden auszudrücken, aber irgendwie versuchen wir Skills zu verbessern. Und ich glaube auch ganz viel von sozusagen dem Bildungsprozess, also der ist total beidseitig, der ist total in beide Richtungen. Ich glaube irgendwie so eher so Politleute irgendwie, die vorher schon viel Erfahrung haben oder die irgendwie das Bildungskapital mitbringen, dass sie sich leicht Texte aneignen können oder leicht sich in Diskursen bewegen können, versuchen sozusagen dieses Wissen zu teilen und versuchen die ganze Zeit komplexe Zusammenhänge so runterzubrechen, dass wir sie mit den Nachbarn diskutieren können und gleichzeitig selbstkritisch auch Widersprüche aufzuzeigen, also sozusagen nicht sozusagen durch diesen Wissensvorsprung zu manipulieren, sondern zu sagen, so, hey, und hier kann man auch anders entscheiden und wir würden irgendwie das gerne klar machen. Und gleichzeitig lernen wir unglaublich viel. Also ganz viele Leute fragen immer so, hey, wie macht ihr das denn, dass nicht nur die Linken üblichen Verdächtigen sind? Und ich glaube, das liegt daran, dass wir unglaublich tolle Nachbarn haben. Und wir, glaube ich, ganz viel Kultur von eigentlich Zuhören uns erarbeitet. Also dass wir einfach ganz viel in alle Richtungen lernen. Und ich glaube, also Zuhören hört sich total banal an. Ich glaube, das ist die zentrale Aktivität für sowohl Basisarbeit ist, als auch für strategische Bündnisarbeit, als auch irgendwie ganz viele Linke können überzeugend reden, aber sehr wenige irgendwie überzeugend zuhören. genau. Zu der Tür zu Tür. Also die Nachbarn sind total begeistert von der Mietminderungskampagne und auch jetzt so bei den konkreten Dingen, wo sie auch merken, also wo sie A merken, da sind Anwälte dabei, es ist total vertrauenserweckend und juristisch abgesichert. Das finden sie sehr toll und wichtig. Und sind total bereit, sowohl zu mindern, als auch die Betriebskosten zu überprüfen, dagegen vorzugehen etc. Was dann irgendwie so Verantwortungsübernahme geht, also dass Leute dann für ihr Haus verantwortlich sind oder Ansprechpersonen sind oder so, das klappt mal mehr und mal weniger. Also daran arbeiten wir. Ich glaube, nach den Erfolgen von der
Kampagne, also natürlich macht das für die Leute, die mindern oder die Leute, die von den Betriebskosten Geld zurückkriegen, ist ein Erfolg. Die Tatsache, dass wir jetzt sehr viel mehr Nachbarn flächendeckend kennen, ist ein totaler Erfolg. Und ich war letzte Woche auf der Hauptversammlung der Deutschen Wohnen. Also die Deutsche Wohnen hat GSW gekauft und ist jetzt der größte private Vermieter in Berlin. Ich habe, weil ich von jemandem Rechte für Aktien gekriegt habe, konnte ich da Fragen stellen und konnte fragen, was zum Beispiel mit unseren Gebäuden ist. Und da meinten die so, ja, nee, und da gibt es ja wirklich einen großen Instandhaltungsstau. Und sie sind gerade wirklich am Überlegen, ob es sich für sie lohnt, diese Gebäude selber zu sanieren, ob sie nicht vielleicht eher abstoßen sollten, weil es nicht rentabel ist. Und das ist Erfolg. Also wenn sie sich jetzt noch, also die Kampagne ist sozusagen als Entscheidungshilfe auch gedacht, da in die eine oder andere Richtung zu gucken. Genau. Und noch eine, genau, die Miete, der Mietverein. Also, es gibt ja mehrere Mietervereine in Berlin. Der noch sich am linkesten positionierende ist die Berliner Mietergemeinschaft. Wir haben weder vom Mieterverein noch von der Mietergemeinschaft irgendeine nennenswerte Unterstützung gekriegt. Am Anfang, als wir uns organisiert haben, hat einer der Hauptakteure von der Mietergemeinschaft, Herr Oellerich, gesagt, ja, das ist sozialer Wohnungsbau, da kann man nicht machen, ziehen Sie aus. So ungefähr. Wir haben die kontinuierlich gefragt, dass sie eine Rechtsberatung bei uns anbieten. Was sie nicht getan haben, ihr Wort irgendwie 3 oder 4 Mal gebrochen. Und die Anwälte, die jetzt unsere Rechtsberatung machen, Carola Handwerk und Kolleginnen, die auch sonst super viele mietenpolitische Initiativen unterstützen, wurden gerade von der Berliner Mietergemeinschaft gekündigt. Also so viel dazu, weil sie es gewagt haben, dass man doch, die Berliner Mietergemeinschaft hat den Anspruch, eine basisdemokratische Organisation zu sein. In den meisten Bezirken, in den meisten Bezirksgruppen wurde seit über 16 Jahren nicht mehr gewählt. Diese Anwälte hatten eben die Dreistigkeit, doch für einen Demokratisierungsprozess anstoßen zu wollen, dass Wahlen abgehalten werden. Und daraufhin hat dann die Geschäftsführung gesagt, so, naja, die auf einmal, obwohl es 20 Jahre so war, ist jetzt die Delegiertentätigkeit und Beratertätigkeit nicht mehr miteinander vereinbart. Wir müssen sie leider kündigen. So viel dazu. Wir brauchen die Berliner Mietergemeinschaft. Deswegen versuchen wir weiter mit denen zu reden, aber es ist extrem schwer. Und wir sehen da, ja, deswegen diskutieren wir, ob wir sowas wie eine Mietergewerkschaft brauchen, weil wir da so unglaublich wenig Potenzial sehen, außer dass sie 23.000 Mitglieder haben, die beste Rechtsschutzversicherung, die man irgendwie aushandeln kann, ein unglaubliches, ja, unglaubliches Potenzial und ein Zeitschriftabo dazu. Okay, sorry. Okay. So I think the question of the reorganization of the left and building broad alliances, I'll try to speak to both of those. I think the question of reorganizing the left is very, it's a big question that we're trying to deal with. I think the sort of rise and then sort of fall or demise of Occupy was a very significant moment for the left in the US and around the world. I think it's important to note that before Occupy, there were sort of many left movements that we would consider kind of the predecessor to Occupy, and there was an evolution of work. It was not all a spontaneous condition of the moment. It really did build sort of over time and in response to very specific political dynamics in New York City around having a billionaire mayor for like 12 years. And just to give you one anecdote, in 2009, there was a New York-based organization called Picture the Homeless that was doing organizing by homeless people for homeless people, and they occupied vacant lots around the city because they did a study and realized that the warehoused property in the city
could actually house 24,000 apartments, which would house the entire homeless population in the city. And so they did a series of vacant land takeovers and tent cities, and their slogan was, they say gentrify, we say occupy. And this was in 2009. So there was many sort of left movements that grew into Occupy or influenced Occupy, but Occupy also was a movement of mass scale that many of our more organizational community-based groups had not been able to jump to that level. And I think there were some key factors. There was obviously the racial and class makeup of the movement and what sort of came to be represented as the movement, although I think it was much more diverse sort of on the ground than it appeared to be. But it was there was a large group of sort of middle and upper class young people who had gone to school, were very highly educated, had tried to do all the things that they were, you know, supposed to do, and were suffering economically and were in severe debt. And had were very angry at the financial system, rightfully so. And they were able to open the floodgates to the media. I mean, if you organize in the United States, you know that it's very, very hard to get any media coverage, good media coverage, of what's happening in our communities. And our communities, I'm talking about Black communities, immigrant communities, poor communities, queer communities, have been dealing with these sorts of crisis-level conditions for decades and have very little coverage in the media. There's almost a very explicit censorship of our issues, of our demands, of our movements in the media. And Occupy really opened up a mainstream narrative and a critique of capitalism that many of our sort of left organizations had, but were definitely not aware that we could have a conversation that publicly about it, I think, and that it could become a sort of dinner table conversation. And I think really the race and class makeup of who is sort of perceived as the Occupy movement allowed for that to happen. This was a platform that has had a lasting impact on the left, and I think both the Occupy movement, after it sort of, you know, we could say it went indoors, did begin to build some organizational structures. And there was kind of a cross-pollination. There were individuals who were very much a part of the Occupy movement, and then there were organizations that sort of joined. Sometimes there was a lot of tension between the two. There were people who, young people who had not been a part of organizations and I think thought that they were sort of doing this all for the first time, never been done. And then there were people who had been like, we have been fighting in our organizations and in our communities for years, and who are they to kind of tell us what the movement is, or now this is the movement. And so, and actually Right to the City participated in an interesting project during the height of Occupy that we called Occupy the Block. And that was where community-based groups sort of hosted Occupy Wall Street to do sort of an exchange in the neighborhoods, so outside of Zuccotti Park, and would take them sort of on a tour of that community and build relationships between occupiers who had not been, you know, sort of aware of the organizational movements, as well as to build relationships with the base that were part of these community groups and didn't really trust this sort of new movement on the scene. And it really allowed for the scale to grow even bigger. And I think that that had a big influence on some folks in the Occupy movement who wanted to build more organizational structure sort of as the movement, as the physical occupation of the park ended. So you see the rise of groups like Occupy Our Homes, who are, there's two groups, one in Atlanta and one in Minnesota, who are part of the alliance doing anti-eviction and foreclosure work. There was Occupy Sandy in New York, which was a massive rapid response relief effort in response to Hurricane Sandy. And they actually built a very, very effective online infrastructure for grassroots relief, which was mobilized people immediately and was very effective for days before any sort of government or emergency relief effort on the part of the state came into those neighborhoods.
And there's the Jubilee debt cancellation campaigns to raise money to, for you know, actually cancel debt. And then there's you know, and then there's again the continuation of left movements that existed before Occupy and have continued to exist after. So groups like Right to the City, and as well as there's the New Economies movement doing work around the solidarity economy and building economies of cooperation and community control. There's in the South, there's been a particularly intense right-wing attack, political attack on the legislative level. And so there has been a very strong mobilization, particularly in Black and poor communities, called the Moral Monday movement, where they are demonstrating and being arrested every Monday in response to this very intense assault on their rights in the South. There is a growing mass movement that is not as ideologically left, publicly at least, but is experimenting with strategies that are building on a scale that is much bigger than some of our more ideological movements have been able to build, and they are primarily around the low-wage worker fights and the immigration fight. And those are very strong right now, particularly around the domestic workers and other excluded workers like farm workers, as well as the undocumented and unafraid movement of young people in the United States who are undocumented, who either migrated to that country or who were brought to the U.S. with their parents and grew up there but are not documented, and who are fighting for higher education and comprehensive immigration reform. And there's a powerful and rising visible radical queer and transgender movement against policing and incarceration, fighting for gender liberation, but in the context of a very strong criticism of the prison industrial complex, and are actually bringing to light issues of the policing of one's gender and body and the like institutions of state violence through police harassment and incarceration. And of course, the environmental movement around climate change and opposing fracking and the tar sands removal, mountaintop coal removal, and the Keystone XL pipeline. So those are just to name a few of the very strong movements in the U.S. I think in terms of reorganization, this is a very big question, and the left in the U.S. is very fragmented still. I think that for Right to the City, our perspective is very much that there's sort of four tenets involved right now for us as an alliance. One is around making very solid demands on the old economy, modeling democracy at every level of our work, and then really moving towards actually promoting and implementing what we consider transformative demands. So actually thinking about demands that really do shift the way we relate to each other, that actually on a very transformative level create sort of the new alternatives and the new models of living that we want, and that aren't just reform fights or defensive fights, but actually are creating new types of ways of living in the city. And then lastly is around the alliance building. Obviously we're an alliance, so we believe in alliance building. I do think that sometimes there are questions of how helpful is it to, you know, because we are part of alliances of alliances and coalitions of coalitions, and at some point, you know, they're very effective for moving resources, and at sometimes they're a drain on resources. But I think that we do really believe that on a municipal level, in particular, that there's great possibility with what we call building the municipal united front. And so actually having a united front of grassroots community organizations, of progressive labor organizations and unions, and of environmental organizations coming together to really, what we sort of, the united front building of actually having people working in very close collaboration and coordination with each other. I think, lastly, what I'll say about the transformation and the way that we live
you know, I think I do think that the U.S. has a long way to go in terms of actually incorporating that sentiment within how we organize. I think that there's some interesting concepts being modeled, especially in the domestic worker movement, around care and around love, and the changing and transforming of relationships between care workers and home, domestic workers and employers around taking care of children and taking care of elderly and our families and our homes and these things that are the most precious things in our lives. I think that is a very transformative idea and concept. I think in Right to the City, I think the big concept that we're trying to transform is really the relationship to home ownership and land ownership, and really trying to see housing as a human right and something that should be taken out of the speculative market, and that in the context of the American dream is a very difficult cultural shift to make. And so I think right now we're at a very early stage of just trying to raise the alarms and create a sort of mass understanding of the impacts of affordability crisis, because right now it is very widespread. There's over half of the renters in the United States are paying more than 30% of their income to rent, and at least that's 21 million people. At least 10 million of those people are paying more than 50% of their income to rent. It's very, very high. So I think there's great potential for mass movement around housing right now, and I think that there is potential for big cultural transformations around our relationship to having to own homes and own land, and actually thinking about alternative models for community control of land and housing and permanently affordable housing that's more cooperative and that's more community-based and that's not for profit over people. Yes, thank you a lot. Das finde ich sehr interessant, an wie vielen verschiedenen Punkten sich in den USA Bewegungen entwickeln und auch eben versuchen, sowas wie die United Front, also ein breites Bündnis, was dann auch transformative Perspektiven entwickelt. Das führt mich sozusagen zu der Frage, wie sieht es mit solchen Prozessen in Spanien aus, wo ja dann auch noch im Unterschied zu den USA eben auch jetzt nicht mehr nur eine, sondern mehrere linke Parteien, neue Formationen entstanden sind und das Bild der, die Bewegung der Reorganisation der Linken nochmal anders verlaufen. Die Reorganisierung fing eigentlich schon vorher an, also unmittelbar mit den Platzbesetzungen ging das los, weil die Dynamik der Gesellschaft, die Mobilisierung, die da ansetzte, führte erstmal zu einer wirklichen Reorientierung innerhalb der alten Organisation, wenn man so will. Teilweise natürlich, weil sie beispielsweise die Gewerkschaften mit der Politik der Sozialpakte nicht mehr weiterkamen, also sozusagen der Druck da auch größer wurde, insbesondere die Fraktion, die dann weiterhin solche Politiken betreiben wurde, der Position wurde natürlich geschwächt, aber auch weil aus den gewerkschaftlichen Basisorganisationen der Druck immer höher wurde, da eine andere, eben eher den neuen Bewegungen entsprechende Politik zu machen und tatsächlich eine Linkswendung, wenn du so willst, zu machen, eben keine Sozialpakte mit den Regierungen, sondern wirklich die Bedürfnisse und Interessen der sowohl der Organisierten in den Gewerkschaften als auch breiter Bevölkerungsschichten wieder auch, nennen wir es, mit militanteren Aktionen wie Streiks, wie Massenprotesten, wie der Organisierungsfrage, endlich wieder sozusagen offensiv aufzunehmen, was sie ja praktisch ja kaum noch getan hatten auch. Nicht zuletzt, weil sie eben teilweise den Reproduktionsbereich gar nicht wirklich im Blick hatten. Dasselbe gilt eigentlich für die alten linken Parteien. Es ist ja nicht nur die Izquierda Unida, sondern auch viele der linken Regionalparteien in Spanien. Es ist ja ein zersplittertes Feld, die auch erst in diesem Druck, wo ja große Teile der nicht nur der Basis der Izquierda Unida, sondern auch sozusagen bestimmte Gruppen innerhalb des Führungspersonals diese Politiken der neuen Bewegungen ja nicht nur unterstützt haben, sondern von Anfang an dabei waren und der Druck immer größer wurde, hin diese Organisation aufzubrechen, was letztlich jetzt vor wenigen Tagen, vorgestern glaube ich, auch dazu geführt hat, kleiner Skandal noch sozusagen mit Willy Meyer, dem führenden Kopf im Europaparlament der Izquierda Unida, dass solche Leute nicht mehr zu halten sind. Auch der Druck im Moment auf Cajolana, den Vorsitzenden, enorm groß ist, weil es zum Beispiel einen Riesenstreit gab vor der Aufstellung der Europawahlkandidaten, dass da immer noch sozusagen die alte Garde das Heft in der Hand behielt, obwohl sozusagen die jungen Bewegungsleute sozusagen aus der 15. Emme und so längst drängelten und eigentlich die jetzt bekannten Köpfe auch landesweit sind. Also da fängt ein, hat
durchaus unterstützt von Kajolada und anderen auch, einen Redemokratisierungsprozess in der Partei eingesetzt, der vieles in Bewegung bringt, der teilweise Leute auch gefeuert hat, wenn sie entsprechend den zum Beispiel Korruptionsstandards und ähnlichem nicht mehr standhalten konnten, also weg, so radikale. Und das ist ein Prozess, der jetzt erst nochmal befeuert wird durch eine Kampagne, die jetzt mittlerweile auch von oben abgesegnet wird, eine tatsächliche neue Demokratisierung und neue Aufstellung sozusagen der Parteiorganisation und eine Öffnung hin zu einer stärkeren Einbeziehung von Bewegungselementen jetzt, nicht Bewegungspartei, aber Bewegungselementen zu integrieren. Aber auch die alten sozialen Bewegungen insbesondere haben in diesem Prozess enorm viel gelernt, also die Linken, klassischen Linken, nämlich über die üblichen Verdächtigen hinauszugehen und ganz normale Bevölkerung mit zu organisieren und in den Blick zu nehmen, weil natürlich da ein Haufen Probleme auf der Tagesordnung lagen, die von den alten linken Organisierungen ja auch nicht berührt wurden. Ne? Jedenfalls haben sie nie einen Diskurs gefunden, die Fragen des prekären Lebens und des prekären Arbeitens beispielsweise, was sie sehr früh gestellt haben, also insbesondere die globalisierungskritische Bewegung in Spanien, haben sie nie hingekriegt, sozusagen über die üblichen Verdächtigen hinaus mobilisierend einzugreifen. Das hat sich geändert. Aber auch die neuen Bewegungen haben in einer rasenden Geschwindigkeit gelernt, nämlich, dass es nicht reicht, enorme Massen zu mobilisieren und auf die Plätze zu bringen, sondern dass man sowas wie eine Organisation braucht, wie Strukturen aufbauen muss und letztlich auch Institutionen nutzen muss. Nicht zu einer Institution werden, ne? Aber Institutionen nutzen muss, um eine Stabilisierung hineinzukriegen, wenn man bedenkt, dass die es seit 3 Jahren ja versuchen oder es schaffen, Massenproteste auf die Beine zu bringen, ist ja ein enormer Aufwand und der geht überhaupt nur, weil eben so eine Reorganisierung stattgefunden hat, wo es nicht um Bündnisse geht, das würde ich glaube ich, würde den Punkt gar nicht mehr treffen, sondern wo es sich auflöst ein bisschen die Grenzen zwischen den unterschiedlichen Organisationen und Bewegungen, wo man gar nicht mehr genau so einteilen kann, was jetzt Bewegung, was Partei ist und so weiter. Und die wichtigsten dieser Organisierungs- oder Verdichtungspunkte sind alle im reproduktiven Bereich. Alle. Wohnen hatten wir schon, aber auch im Bereich der Bildung, wo die sogenannten Mareas, das sind die anderen großen, starken Massenproteste in Spanien, sozusagen, die regelmäßig aufflauen, die stark gewerkschaftlich getragen sind, insbesondere im Bildungsbereich beispielsweise und nicht zuletzt im ganzen Gesundheitsbereich, also öffentliche Dienste immer wieder, noch nicht so weit geführt haben wie in Griechenland mit den solidarischen Kliniken, aber doch massiv Erfolge gebracht haben, indem in vielen, vielen Städten und insbesondere in Madrid Privatisierungen immer wieder verhindert wurden. Trotz dieser extrem beschissenen rechten Regierung und der Troika, die sozusagen drückt und drückt und drückt, werden in Spanien Privatisierungen nicht durchgeführt zurzeit. Das ist interessant irgendwie. Und trotzdem ist es den Bewegungen nicht gut, sie merken, dass sie nicht weiterkommen. Nicht zuletzt, weil sie natürlich eine feindliche Regierung gegenüber haben, die mit enormer Repression und Kriminalisierung reagiert, wie sonst. Sondern, dass sie eben nicht an diese Institutionen der nationalen Regierung, die ja nochmal europäisch sozusagen abgestützt ist, nicht ranreichen. Also eigentlich noch einen Schritt weitergehen müssten. Und das geht im Moment die Debatte in zwei Richtungen. Einerseits, dass man tatsächlich neue Politikmodelle finden muss, Plattformen, Parteien, Bündnisse, wie auch immer, die dann an diese Institutionen heranreichen, sowohl auf regionaler Ebene, also ein neuer Prozess zwischen regionalistischen Parteien und den überregionalen linken Parteien sozusagen stattgefunden hat, insbesondere in Galicien, Asturias und anderen, wo sie es damit schaffen, sozusagen relevant gegen die Rechten zu gewinnen. Oder was viel wichtiger ist, eine neue Dynamik in die Parteienstrukturen hineinzubringen. Podemos ist ein Teil davon, da wissen wir noch überhaupt nicht genau, wo das hingeht. Super spannender Prozess, aber auch sehr umkämpft. Die Demokratisierungsfrage steht da übrigens mindestens genauso drastisch wie bei der Sierra Unida. Das ist nämlich keine demokratische Organisation, sondern natürlich eine Kaderorganisation, wenn man so will, in Windeschnelle in 4 Monaten aufgebaut. Und jetzt fangen die Demokratisierungsstreitereien eigentlich erst an. Wie werden wir uns organisieren? In welcher Geschwindigkeit wird was wann beschlossen? Und wer macht das? Naja, klar. Ach so, das wissen vielleicht viele nicht, genau.
8% ist genau nieder 10. Beiden wird zusammen ein Potenzial zugeschrieben, jetzt in Umfragen von über 30%. Wenn man dazu die linken regionalistischen Parteien noch nimmt, wow. Also wenn die mal alle zusammenkämen, tun sie aber nicht. Wobei die Dynamik so schnell ist, dass nach dem Sieg der von Podemos sofort über eine Konvergenz zwischen den beiden großen Parteien gesprochen wird und das jetzt auch versucht wird, in Bewegung zu bringen. Vielleicht kriegen wir die im Herbst auch mal hierher, um das Ganze vorzustellen. Aber kaum sind wir an dieser Frage dran, fängt in Barcelona schon wieder der nächste Punkt an, nämlich wo die PAR selber, zumindest die Gründer, eine der Mitgründerinnen, Ada Colau, jetzt eine Plattform tatsächlich hingekriegt hat, wo die gesamte Linke hintervereint ist. Und bei den nächsten Bürgermeisterwahlen in Barcelona mal gucken. Aber sozusagen schon wieder der nächste Qualitätssprung, wenn man so will, erreicht ist. Aber nicht, um einfach in die Institutionen zu gehen und da jetzt die bessere Linke zu sein, sondern immer, das ist der zweite Diskurs, der parallel läuft, mit diesen Institutionen geht es nicht. Deswegen brauchen wir ein destituierende, einen dekonstituierenden Prozess, der dieses Zwei-Parteien-System und die rein formelle Demokratie sozusagen komplett aus den Angeln heben möchte. Und wenn man das in die Institutionen kommt und mit den ohnehin schon zivilgesellschaftlichen Organisationen, die man erreicht hat, da ein neues Modell von Demokratie hinzubekommen und erstmal diese Regierung im wahrsten Sinne des Wortes zu stürzen und in demselben Prozess natürlich einen konstitutiven Prozess auf den Weg zu bringen, der nicht nur eine Formierung einer neuen Linken ist, sondern auch auf sowas hinausläuft wie eine neue Verfassung für Spanien hinzubekommen, wo im Moment so ein bisschen die Frage, die am Anfang sehr stark dabei war, dass es natürlich nicht nur um die Demokratiefrage im Staat geht, sondern auch um das Verhältnis von Staat und Ökonomie neu bestimmt zu werden müssen. Das geht im Moment so ein bisschen hinten runter, weil vielleicht die Erfolge und die Dynamik so stark ist. Aber zumindest in der Izquierda Unida wiederum wird das wieder sehr stark thematisiert bei Podemos, werden wir mal sehen. Aber ich glaube, das wird jetzt auch wieder stärker kommen. Also die Frage bezog sich ja auch auf die Frage der Einheitsfront, weil du das angesprochen hattest in deinem Beitrag, Jasmin. Okay, just wait for the translation. Alex hatte ja gefragt, sozusagen diese Perspektive einer Einheit der verschiedenen Grassroot-Organisationen. Ich denke, es ist wichtig, nochmal im US-Kontext eben zu betonen, dass es halt Grassroot-Prozesse sind, die gerade in Communities aus unteren Klassenbereichen, People of Color Communities, also wirklich sozusagen the subaltern parts of the working class, or how to say it. Und das ist ein langen Prozess der Diskussion zwischen verschiedenen dieser Organisationen gibt, wo dann auch dieses Transformative Organizing jetzt nicht als ein festes Modell, aber eben als eine bestimmte Weise, Organisierung eben nicht nur technisch zu verstehen, sondern gerade als einen emanzipatorisch-transformativen Prozess, der sich immer auch mit Gesellschaftskritik und mit der Diskussion, in welche Richtung wollen wir eigentlich Transformationsperspektiven entwickeln, die über kapitalistische, rassistische, sexistische Verhältnisse hinausgehen, dass das sozusagen schon ein organischer Prozess ist, der stattgefunden hat, bevor diese Einheitsfrontperspektive quasi entstand. Insofern fände ich das spannend, wenn du nochmal was zu diesem Prozess sagen könntest, weil ich glaube, das ist was, wenn man über die Frage der Vergleichbarkeit spricht, sind wir hier in Deutschland an einem anderen Punkt der Formierung. Wir sind hier sozusagen an dem Punkt, dass sich Initiativen wie Cotti und Co., wie Zwangsräumungen verhindern, aber auch Erwerbsloseninitiativen in verschiedenen Städten bilden. Und die Frage ist in Deutschland sozusagen, eher, wie kommen wir überhaupt in Richtung von sowas wie diesem Transformative Organizing, so wie ihr das in den USA entwickelt habt. Also natürlich nicht exakt so, aber in this direction, so ähnlich. Ich weiß nicht, ob die Frage klar war, aber ich wollte sozusagen nochmal den Versuch machen, die verschiedenen Kämpfe, die verschiedenen Entwicklungsmomente sozusagen der Kämpfe zu betonen. Let me think. I mean, a little bit. I think this is really an important question. I don't want to begin to try to think that I can adequately sort of compare the two contexts, since I
really know very little about the Germany context, but in the U.S., I think for our sector of groups, it was very important that the founding configuration of groups were groups that were very grassroots, were led by and created by communities that were on the sort of most extreme margins of society. And it was a very diverse convergence of groups. There were groups like Fierce in New York, where I used to work, that is a group that was created by queer and transgender young people, all under the age of 24, who were waging an incredible fight against gentrification in a neighborhood that had been a historic place of building kinship networks and survival networks for particularly homeless and street-involved young people. And they were being kicked out to redevelop a very fancy park for wealthy new residents of the neighborhood. And they were being harassed by the police, and they were being kicked out, and they were claiming the right to public space as people who had a historic relationship to that neighborhood, not as people who owned businesses there or who owned property there, but as young people who hung out there. And they really changed the discourse around gentrification being not just about housing and being a tenant or a resident in a neighborhood, but also the role that place and space, public space, and the commons have for marginalized communities that need to survive. So that's just an example of the diversity of the types of groups that came together for the formation of this alliance. So there were queer and transgender young people who were in the leadership of Right to the City from the very beginning, alongside longtime public housing organizers from New York and Miami and the Bay Area, alongside immigrant communities, Latino communities from Los Angeles who were fighting university developers who were taking over whole neighborhoods, all kinds of different groups who were working together, folks who were working together in the South post-Hurricane Katrina, all different kinds of groups. So I think that the conversation began with it brought the margins of society to the center of the conversation. And instead of it being a movement that included marginalized groups, it actually centralized marginalized communities. And they were the innovators of this concept. And they developed a shared platform together that articulated their principles and their politics, and that has remained the core of the organization despite the changing nature of the alliance membership. So as groups come and go and as new groups emerge and come into the organization, they sort of subscribe to the vision and the principles of this movement and this organization, and that's been very important to kind of keeping central the shared politics and vision. And we continue to sort of struggle over the strategy around what are the kind of politically ripe conditions and the types of organizations that we need to essentially do this mass work around renters and housing. And the core sort of historic constituency of the alliance being very rooted and based in communities of color. I think because of the foreclosure crisis, many of the new housing organizations are being led by a different constituency. They're being led more by middle income or moderate income, white communities, middle-aged communities who were homeowners, and they've been politicized through that process of being dispossessed and the foreclosure crisis, and they've been exposed to understanding and sharing a critique of capitalism, but they have a long way to go around sharing a whole broad set of politics around race and class and gender and sexuality, especially in terms of how we work together. And so it's challenging, and there's new challenges that we're facing around how we continue to sort of maintain the leadership and the politics of the organization while we consider how we
you know, we are a very ideologically centered organization, but we're now beginning to work on what we see as a mass issue. The renter crisis is a mass issue. I mean, it's affecting millions of people. And so as we move into that realm, this is a big challenge that we're also going to be grappling with. I don't know if I answered your question. Thank you. Okay, Deutsch. ja, ich find die Frage auch total spannend und ich würde die gerne auch aus, also ich bin auch sehr oft in Spanien, sehr oft in Barcelona und habe sozusagen regelmäßige, sagen wir mal, kollegiale Beratungen mit den Gründern von der Plataforma. Auch die Plataforma versteht sich nicht als links. Die wird hier als links wahrgenommen, aber versteht sich selber nicht als links, sagt ganz klar, also eines der drei Prinzipien ist, dass sie zwar mit Parteien zusammenarbeiten, aber dass die Leute selber die Funktionen übernehmen, keiner Partei angehören. Deswegen ist auch, hat sozusagen Ada Colau, die eine der Gründerinnen der Plataforma ist, ihr Amt niedergelegt als Sprecherin und mit einem Zwei-Monats-Abstand jetzt diese neue Initiative gegründet in Barcelona, die sie gestern präsentiert haben. Also es ist, hat total eingeschlagen natürlich, hat schon vorher eingeschlagen. Ich glaube, das ist das Interessante an sowohl der Erfahrung von der Plataforma in Spanien als auch von Occupy Wall Street in New York, als auch von dem, was wir versuchen bei Cotton Co. zu machen. Also ich würde es so fassen unter sowas wie einer postidentitären linken Politik, also die sich nicht auf das Linkssein beruft, sozusagen keine Fetischisierung sowohl von Begrifflichkeiten als auch von Codes, als auch von subkulturellen Ritualen zu pflegen und gleichzeitig natürlich die Erfahrungen und die Analyse in diesen Prozess einzubringen. Politik ganz stark als Prozess zu denken. Ich glaube, sehr oft sind wir dann noch ziemlich deutsch, dass wir auch von der politischen Kultur her einfach sehr stark in starren Positionierungen, Ausgrenzungen denken. Und ich glaube, es ist etwas hinderlich. Und also diese Prozessfreudigkeit, die sowohl in den USA im Rahmen von Occupy Wall Street ich kennengelernt habe, als auch in der Plataforma sehe, ist, glaube ich, ja, ein großes Potenzial, andere Leute zu erreichen und in diesen Prozess zu integrieren. Und eben auch wie in dieser Initiative in Barcelona, die jetzt gerade neu gedacht wird, auch das Verhältnis von Partei oder das Konzept von Partei. Also die sagen sozusagen, es ist eine Partei, aber es ist letztendlich soll es auch eine Bewegung sein und ganz viel der Maßnahmen und Inhalte wird die ganze Zeit basisdemokratisch auch nicht mit Nichtmitgliedern konsensuiert und ich wollte noch was sagen. Ah, genau. Und was ich glaube, was auch sowohl von den Platzbesetzungen her als auch von gemeinsame Praxis wie Zwangsräumung zu verhindern etc. Sehr produktiv ist eine konkrete Praxis zu entwickeln, die erstmal inklusiv ist für Leute, egal welche Weltanschauung sie haben, aber dass man eine gemeinsame Praxis entwickelt und von diesem Ort der gemeinsamen Praxis über gesellschaftliche Verhältnisse spricht und in die Perspektive rückt und auch von diesem Ort der gemeinsamen Praxis versucht zu verändern. Und ich glaube, das macht sehr viel mit dem Sprechen und mit dem Potenzial, was man gemeinsam, also der kollektiven Macht, die man in so einem Prozess entwickeln kann. Ja, ich glaube, die Herausforderungen, wie wir diese Interessen dann auch in Institutionen durchsetzen können, ist irgendwie eine, die wir in allen Kontexten teilen. Vielen Dank. Dann würde ich dich, Mario, jetzt noch fragen, wie du hast ja auch dich stark in oder ihr in eurem Buch, Eva und du,
auf den Begriff der verbindenden Partei bezogen und wie aus dieser Perspektive quasi das Verhältnis von solchen Prozessen der Basisorganisierung, auch tatsächlich ja damit auch Prozessen der Klassenbildung im Alltag, die ja erst im Entstehen sind, und eben der Veränderung von sowas wie Partei als Form, als Struktur aussehen kann. Wie du das denkst, anhand der Beispiele, die aus Spanien, aber gerne jetzt auch irgendwie anhand von Griechenland oder so, also einfach eher dieser generelle Gedanke, die verbindende Partei, wie muss ein neues Verhältnis von Basisorganisierung, die vielleicht auch gar nicht immer unbedingt innerhalb der Grenzen der Partei stattfindet, und aber auch einer Veränderung der Strukturen und Formen von Parteiförmigkeit selber aussehen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage im Bezug auf die Reorganisation der Linken. Okay, ich versuche da hinzukommen, indem ich kurz an Tashi anschließe, weil vorhin war ja nochmal die Frage nach dem, was ist links, und Thomas hat es nochmal prononciert. Ist ja eigentlich eine Banalität, du hast es schon sehr gut erklärt, dass die Frage, die am Anfang bei Ginzer Emme stand, wir wollen bloß nicht links und nicht rechts sein und sowas, das ist ein Diskurs, der relativ schnell aufgehört hat, weil es dann darum ging, sozusagen, ob man für sozusagen linke Inhalte streitet oder ob man sozusagen da so ein Etikett draufklebt. Das war dann nicht mehr debattiert, sondern man hat es, wie du es gesagt hast, eben nicht mit Etiketten versehen, sondern tatsächlich in die sozialen Probleme hineingesprungen und darin, das ist nochmal ein Unterschied, Transformationsperspektiven entwickelt. Ich meine, die nennen das natürlich nicht so, aber in der Tat tun sie es und reden nicht, wie früher die Esquerda Unida das lange gemacht hat, wir wollen zum Sozialismus, aber hat keine Transformationsperspektive drin hatte. Das hat sich massiv verschoben. Nach wie vor nennen sie es eben nicht links. Obwohl ganz klar, wenn man zum Beispiel Podemos anguckt, sie genauso wie die PA im Übrigen auf Brüche orientieren. Brüche mit dem institutionellen System, Brüche mit bestehenden Politiken, Brüche mit bestehenden institutionellen Organisierungsformen und so weiter und so fort. Aber natürlich sind sie auch nicht außerhalb sozusagen einer Dynamik. Jetzt, wo sich das so formiert in auch institutionelle Politiken, haben sie es natürlich mit einem Parteiensystem zu tun. Und sofort werden sie immer, an jeder Stelle, links von den existierenden sozialistischen Partei, also von der existierenden sozialistischen Partei eingeordnet. Links davon. Und die Podemos ist natürlich auch in die GUE-NGL eingetreten und nicht in irgendeine, wie Cinque Stelle, die jetzt sich entschieden hat, doch lieber zu den Rechten zu gehen. Damit ist sozusagen ein bisschen auch die Richtung dieser noch undefinierten Partei quasi vorentschieden worden. Podemos eine ganz klare Ausrichtung, nein, wir machen das natürlich mit den Linken und wir reden die ganze Zeit mit den Linken, weil wir kommen aus derselben Richtung heraus. Das ist also kein Tabu mehr und trotzdem heftet man sich nicht an, weil es, wie du sagst, eher um populare Mobilisierungen geht und das eher im Weg stehen würde, wenn man sich dauernd mit diesem Etikett beklebt. Aber darin arbeitet, wenn man so will, permanent eine Transformationslinke, die als verbindende Partei überall sozusagen diese neue Qualität von Mobilisierung zusammenfasst und strategisch an bestimmten Punkten bündelt und verdichtet. Und das ist ja der Sinn einer verbindenden Partei, nicht hübsche Bündnisse hier und da zu schließen, sondern sie an bestimmten Knackpunkten zu bündeln, damit sie handlungsfähig werden. Und das ist in bestimmter Weise, wenn du so willst, auch eine Art von Klassenformierung, die auch natürlich nicht so gesprochen wird, ne? Weil der ganz alte Klassenbegriff nach wie vor auf enorme Vorbehalte stößt. Aber nichts anderes ist es aber, eine populare Organisation, wenn man so will. Und darin aber auch jetzt zunehmend das Verhältnis diskutiert wird, nicht nur, wie kriegen wir da mehr Selbstorganisationselemente, mehr demokratische Basisorganisierung und so weiter rein, das ist ja der typische Diskurs, sondern ein Verständnis, dass diese Plattformen, die man braucht, um so eine verbindende Partei jetzt hinzukriegen gegenüber den alten Institutionen, ist so ein Verständnis, ja, aber wir brauchen trotzdem diese institutionelle Struktur, weil wir erreichen unglaublich viele Leute, aber das sind immer nur die Aktiven. Nicht nur die aktiven Linken, sondern jetzt auch mehr Aktive, aber es sind natürlich der größte Teil der Bevölkerung ist nach wie vor inaktiv oder rechts. Das heißt, es braucht eben auch neu gedachte Repräsentationsverhältnisse. Und das ist immerhin eine Diskussion, die jetzt stattfindet in Spanien, die ich interessant finde, weil das bei unseren Debatten über verbindende Partei immer so ein bisschen hinten runterfällt. Dann sagt die Linkspartei, aber wir haben auch noch diese andere Funktion. Aber das spielt sozusagen dieses Gedanken, welche Funktionen in Bündnissen
unterschiedliche Gruppierungen haben können, bei uns selten eine Rolle, sowas zu denken, dass wir nicht einfach nur Bewegungsparteien brauchen, sondern wir brauchen unterschiedliche Funktionen, die wir ausfüllen können. Und das ist zumindest interessant zu beobachten, wo es in Spanien hingeht, wo es lange Zeit so ein wir wollen ja jetzt nicht gewählt werden, sondern andere Organisierungsformen entwickeln. Anders als in, kann Alexis ja vielleicht morgen nochmal sagen, in Griechenland, wo tatsächlich dann eine Partei neuen Typs meinetwegen, aber eine Partei sozusagen diesen Verdichtungspunkt gemacht hat. Das ist in Spanien noch unentschieden, würde ich mal sagen. Also ob die Verbindung dort von Solidaritätsbewegungen wie Solidarity for All und anderen sozusagen mit Syriza sozusagen der Knotenpunkt ist, ist in Spanien noch nicht so klar, wo sich das hinbewegt. Aber umso interessanter ist es, ob sie da beides hinkriegen, sowohl neue Plattformen, die so eine Art verbindende Partei erstmal herstellen und wo sich das dann institutionell auch hinentwickelt und was, wer da welche Repräsentationsfunktion längerfristig auch übernehmen wird. Denn die Gewerkschaften, glaube ich, können es zum Teil nach wie vor nicht. Sie sind zwar sehr viel mobilisierter, aber die UGT zum Beispiel, also die sozialistische Gewerkschaft, orientiert nicht auf einen Bruch, orientiert nicht auf sozusagen was ganz anderes. Bei der kommunistisch Orientierten ist es so ein bisschen unklarer, sozusagen große Teile schon. Aber es sind tatsächlich die Bewegung und die Parteien, lustigerweise, die das im Moment versuchen. Ja, der Applaus sagt, wir alle sind am Ende dieser Form von Diskussion, aber nicht am Ende aller Diskussionen. Ich glaube, ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber ich sage das jetzt einfach so, ich glaube, hier geht es ja dann auch in dem Raum hier weiter mit Wein trinken, oder? Was sagen die? Genau. Okay, super. Dann schön und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Haha.